Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim und ihr seht's, der kleine Special Guest ist mit dabei, Darko der Nacksche. Das wird ab sofort sein Name sein auf der Map. Und nein, ich werde mich jetzt Discord entmuten, denn Darko hilft mir, den Uralten zu besiegen. Wir werden uns vorbereiten, ich werde ihm ein bisschen was erklären, zeigen und dann geht's los. Sache mal. Mann, du hast mich mit dem Schlag geheilt. Na, dann komm mal mit. Mithalten kannst du ja easy bei mir, weil die Rüstung, die ich habe, die ja, macht mich langsam. Sprintest du oder wie? Jetzt sprinte ich gerade noch. Guck mal, Blauaugen-Heinis, gegen die darfst du kämpfen. Was? Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Du machst den kaum Damage. Aber sie haben mich nicht gehittet. Dann können wir durch den Fluss. Ich hab sowieso so viel Zeug schon bekommen. Wenn du mal ins Inventar gehst, hast du ja rechts an der Seite Herstellung, Craften. Da könntest du dir zum Beispiel schon eine Keule craften, dass du halt die erste Waffe, die man sich craften kann. Eine Steinaxt. Wenn ich genug Coils hätte. Eine Steinaxt halt zum... Ich hab dir da was hingeschmissen. Ich hatte noch ein bisschen was. Eine Steinaxt halt zum Holzfällen, Fackel, wirst du ja zum Licht machen und der Hammer ist dann zum Bauen da. Das ist das, das ist Keule. Den Hammer brauchst du im Grunde eigentlich nicht, weil da kann ich dir auch, wenn du mal was bauen willst, meinen geben, weil der schon Stufe 3 ist. Der hat mehr Haltbarkeit. Und da kommen die nächsten Gegner oder der nächste Gegner. Die sind im Übrigen, die unterscheiden sich. Einige haben gelbe Augen, andere blaue Augen. Die mit den gelben Augen sind schwächer als die mit den blauen Augen. Die roten? Die sind natürlich noch einen Ticken stärker als die mit den blauen Augen. Dann gibt es noch die Berserker, die Schamanen. Die Schamanen vergiften dich und heilen ihre Kollegen. Und der Berserker ist halt ekelhaft. Vor dem versuche ich mich immer zu hüten. Bis jetzt hatte ich mit dem Berserker bisher nur zweimal zu tun und einmal habe ich mit Pfeil und Bogen abgeschossen. Das ging halt noch recht easy. Verschwindet irgendwann der Rabe eigentlich auch? Der Rabe, mit dem kannst du reden, interagieren, der gibt dir Tipps. Ja, das ist aber schon das 100. Mal, dass ich den anklicke. Ja, das passiert immer, wenn du was Neues im Inventar zum Beispiel hast. Nee. Ich überspringe das einfach. Ich drücke E, dass der mir den Text anzeigt, nochmal E und dann haut der schon wieder ab. Ich weiß, aber bei mir kommt er. Da ist ein Reh. Mir kommt er gerade dauerhaft. Ja, du hast von mir Holz, Stein und Harz bekommen. Das sind halt alles Bauelemente, die du dann an der Werkbank wieder. Ike, was ist das da link? Das sind Nixen. Tötet die mal, da kriegst du einen Schwanz. Ist wirklich so. Ja, aber krieg ich doch eh nicht hin. Doch, die sind easy. Die mach ich sogar mit der Faust K.O. Ja, gut, stimmt. Und du hast es ja bestimmt schon mitbekommen, wenn du mit der Keule oder mit der Faust irgendwas machst, kriegst du Fertigkeitspunkte. Ja, ich weiß noch nicht, wo ich die sehe. Klär ich dir dann gleich, wenn wir im Haus sind.
Weil hier ist es nicht so, dass du Punkte verteilen kannst zum Leveln. Hier kriegst du je nach Aktion die Punkte. Und die machen dann deine Fähigkeiten eben besser. Hast du das Schiff gebaut? Das Loch kenne ich sogar. Mein Testloch. Und ja, das neue Schiff damit, ja, hatte ich schon meinen Spaß. Und das Palisade ist halt auch noch nicht fertig geworden. Das ist zum Beispiel eine Werkbank. Das ist jetzt eine ohne Upgrades, die hier vorne steht. Wenn du die mal anklickst, wow, warte, die nicht. Am besten die mit einem Dach drüber. Und zwar die hier. Da siehst du dann schon, was du alles herstellen kannst. Hacke, Fackel, Hammer, Steinaxt und so weiter. Und upgraden könnte ich das. Genau. Das hier ist dann die Schmiede. Die habe ich halt erst vor kurzem freigeschalten. Hier der Tisch. Mhm. Da war ja in der vorletzten Folge, glaube ich, das Schmiede-Upgrade, die Kühlvorrichtung. Und ja. Und das ist halt das traute Heim. Sammel mal bitte auf. Da wurde ein Schwein gekillt. Aber nicht von mir. Dann bestimmt. Rabenfliegen. Viecher. Okay. Also von diesen Vögeln. Ja, gut. Also. Neue Verteidigungsmaßnahme. Sonst musste ich die immer töten. Ja, das ist dein Bett. Das andere habe ich schon besudelt. Was machst du da? Ich hab dir was gegeben. Du hast jetzt bestimmt das Bett angeklickt und deinen Spawnpunkt gesetzt. Ja, ja. Dann drück mal M, das wird jetzt als Bett auf der Map angezeigt. Ja. Und jetzt will ich mal was testen. Ich tue jetzt mal links daneben einen Raypoint, setz und zwar Lagerfeuer. Siehst du das? Nein, ich sehe nur ein Eiktür auf der Map. Das ist der erste Bossgegner. Den seine Trophäe hängt da oben. Ja, ich weiß jetzt, wie der hängt, aber. Dass die da hängen. Ups. Ernsthaft? So. Hier in der Kiste. Kannst du dir. Verweigert. Was? Die hast du gesperrt. Hä? Zutritt verweigert. In allen Kisten. Wow! Ich glaube, wir müssen erstmal irgendwie in einem Team sein. Aber ganz ehrlich, wie? Verschiedenes Deutsch, Text, bla bla, Audio, nein, Steuerung. Reinzoomen, rauszoomen, Karte, Inventar, automatisch laufen, laufen, umschalten. Auch die Kisten sind zu. Es gibt halt nichts, womit man irgendwie was machen kann. Nee, PvP bleibt aus. Oh. Oh, ich habe gerade das Valheim Kompendium entdeckt. Interessant. Ja, ich gebe dir gleich alles raus. Drück mal I. Ja. Dann hast du rechts oben den Raven, Dreiecken, ja, genau. Trophäe und so. Und auf den Dreiecken siehst du deine Fertigkeitenpunkte. Ja, okay. Und je höher die sind, umso effektiver ist diese Fähigkeit.
So, ich hab dir da oben aber was hingeschmissen, ne? Dass du eine Rüstung hast, da hast du schon mal einen Bogen, da hast du dann noch das. Wie zieh ich die an? Rechtsklick einfach nur drauf machen, wenn du es im Inventar hast. Jetzt hast du nämlich den Schleichenbonus. Da oben liegt dann noch eine Axt und ein Bogen. Pfeile lasse ich dich mal selber herstellen an der Werkbank. Ich gebe dir die nötigen Ressourcen, ne? Und ich werde mich dann, wenn die Aufnahme mal zu Ende ist, gucken, wie man hier was, so ein Dings machen kann. Und zwar Feuerpfeile. Harz, Holz, Federn. Da sind Federn. Das Holz und das Harz. Jetzt gehst du mal hier ran und guckst, ob du Feuerpfeile herstellen kannst. Ich besorg dir mal noch ein bisschen was zu futtern. Wie viele? Du kannst alles, was ich dir an Ressourcen gegeben habe, verballern. Ja, gut. Den Rest werfe ich dir einfach wieder hin. Ja. Jetzt kriegst du noch deine Fressalien. Du siehst ja links unten neben deiner Lebensanzeige und wo du jetzt so vom Eiktür die Fähigkeit hast, drei kleine Slots, die sind eben fürs Essen, was du als letztes immer gegessen hast. Mhm. Und je nachdem, was du essen tust, kriegst du eben Leben dazu. Das ist halt sehr wichtig hier. Danke. So, warte, wir schalten hier gleich noch ein bisschen mehr frei. Einmal alles aufheben, bitte. Jetzt hab ich die Nee, du hast sie. Gut. Jetzt müsstest du wieder Haufen Rezeptanzeigen bekommen haben. Ja. Holzschild. Das wird gleich noch weitergehen. Zerlumptes Leder. Das bedeutet, gleich wird mich der Rabe auch wieder 1000 Jahre lang nerven. Ja. Es wird aber gleich noch weitergehen, Draco. Ich hätte aber die Ressourcen gerne wieder. Ich hab dafür für Offscreen so lange gefarmt. Nee. Das muss ich. Da muss ich mich echt noch dran gewöhnen, dass Kuhn nicht fallen lassen ist. Sondern automatisch laufen. So, warte. Jetzt kriegst du gleich noch eine ganze Hand voll. Du wirst überschwemmt mit Rezepten. Ja. Habe ich eigentlich einen Edelbogen oder einen normalen? Du hast einen Edelbogen schon. So wie krieg ich ein Schild noch? Kann ich. Oder die Materialien? oder? Weil ich kenne mich, ich werde safe gerne mit Schild kämpfen. Ach so, und egal in welcher Werkbank du bist, für normale Sachen, die du jetzt zum Beispiel hast. Reicht die normale Werkbank da aus. Wenn du da reingehst, hast du... Oh, warte, Weltspeicher. Hast du neben dem Ding, was du craften kannst, noch so einen kleinen Mini-Hammer. Damit kannst du deine Sachen alle reparieren wieder. Das kostet gar nichts. Wo habe ich das? Wenn du an die Werkbank gehst. Ah, okay.
Okay, für ein Bronzeschild reicht das Bronze leider nicht aus, was ich habe. Ich muss halt ein bisschen was durchbrennen lassen wieder. Ich gebe dir gleich erstmal ein Holzschild. Ich muss kurz das Inventar mal leer räumen. Oh mein Gott, will. Der Rabe labert mich schon wieder voll. Willst du ein großes Turmschild oder ein kleines Rundschild? Mir egal, ich würde dann einfach das große nehmen. Sieht wahrscheinlich schöner aus. Du hast minus 20% Bewegungstempo dann. Bei dem Rundschild hast du nur minus 5%. Ich nehme das große. Okay, einmal das. Dann kriegst du erstmal von mir den alten Speer, der ist auch schon auf Stufe 3 verbessert. Und ich das sieht aus wie eine Holzplanke. Und ich kann dir gerne noch mein Kupfermesser geben, das brauche ich überhaupt nicht. Der Fermentierer ist auch fertig. Wieder 9 Met. So, Essen müsstest du ja noch genug haben. Ja. Ich muss mich halt demnächst unbedingt wieder um Essen kümmern. Dann kriegst du noch 10 Met-Dinger von mir. Das bitte noch nicht verbrauchen. Das ist für dann für den Kampf gegen den Uralten. Das gibt dir Leben und Ausdauer wieder. Weil das Fleisch jetzt hier. Nee, das diese Trinkbottles, die ich dir gegeben habe. Ach, köstliches Met, ja. Genau. Okay. Denn ja, beim Uralten müssen wir definitiv ausweichen und rennen. Das lasse ich alles hier. Den Hammer brauche ich nicht. Die Picke brauche ich auch nicht. Kann ich das Essen da hochballern? Und die alten Pfeile kann ich hier lassen. So. Kannst du durch das Portal gehen? Das würde mich mal interessieren. Ja. Ich komm mal hinterher. Jetzt bist du im Übrigen im Dunkelwald. Da, wo ich mich Anfang vom Spiel um aufgeregt habe. Brauche ich die Steinaxt zum Kämpfen? Die kannst du auch zum Kämpfen nehmen, klar. Ich kann ja auch mit der Bronzeaxt kämpfen, wenn ich Lust habe. Kriegst du halt die Fähigkeitenpunkte dafür, für Schlagwaffe, glaube ich. Ich würde sagen, wir werden mit dir erstmal jetzt in der Folge noch ein Dungeon machen. Ich hoffe, wir finden hier noch eins. Hier ist nämlich noch ein bisschen was unaufgedeckt bei mir. Ja, schönen Tag. Du hast doch Pfeil und Bogen. Was war jetzt mich an deine Rüstung gekommen? Ich wusste dir ein Urzahl umnieten. Aber die sind lahmarschig. Bin ich doch auch mit dem Schild. Ich muss Ausdauer regenerieren.
Ey, das Schießen verbraucht Ausdauer? Ja. Na komm, ein Schuss noch, Darko, das kriegst du hin. Bitteschön. Ich bin schon tot. Ach, du wirst verfolgt, übrigens. Ja, das ist gleich eine ganze Horde davon. Da ist noch einer. Ja, wie gesagt, da war eine ganze Horde. Aber du hast den ersten Troll erlegt. Kannst du dich an Eiktür wagen? Ja, man merkt, dass du gerade frisch angefangen hast. Deine haben noch nicht so eine Wirkung. Deine Angriffe. Wir können aber gerne mal in die Trollhöhle gehen, weil der ist ja down, hier dürfte keiner mehr drinne sein. Oh, langsam, langsam, da ist doch noch einer. Nee, in der Höhle habe ich schlechte Erfahrungen mit Kämpfen. Aber ich würde mit dir gerne eine Grabkammer machen. Was ist das? Das ist wieder Kupfer. Wenn du... Ach, da haben wir noch eine. Ist das schlimm, wenn ich mich nicht mehr länger ausgeruht fühle? Nö, nö. Da braucht deine Ausdauer nur einen Ticken länger zum Regenerieren. Ja, ist schon wieder so ein Viech. Ja, warte mal, lass sie mal kämpfen da hinten. Na gut, kämpfen ist vorbei, Achtung. Schaffst du den ohne mich? Achso, ja. Na, dann warte mal kurz, bis du dich wieder entmuten kannst. Also, du musst eh noch Leben regenerieren. Ich bin hier vorne beim Eingang. X drücken. Ja, da warten wir jetzt. Die Fackel mal da nehmen. Na dann, einmal rein dort. Ich will mal sehen, ob du das schaffst alleine. Sind da noch mal Skelette oder warum?
Das ist eine Grabkammer jetzt. Das ist einfach nur meine Fackel. Achtung, zur linken ist ein, zur rechten ist ein Geist. Bei den Geistern werde ich dir automatisch mal helfen. Na dann, weiter geht's. Das du, ja, du kannst einfach alles einsammeln. Hier wäre noch so ein Pilz. Die Pilze sind zum Essen da. Okay, ich hab noch 49. Ja, das reicht locker. Und du hast ja doch bestimmt die Rune angeguckt. Ja. Jetzt wurde dir auch angezeigt, wo der Uralte vom Uralten das Portal. Der Schrein zum Beschwören ist genauso. Ach. Oh, der ist schon mal einen Ticken stärker. Warte. Vor allem, ich muss ewig lang Ausdauer regenerieren. Ja, weil der einen Stern hat, ist der schon automatisch stärker. Das gibt ja mal überhaupt nicht keinen Sinn, die Tür. Also und dann schalt schon noch nicht. Da ist eine Kiste, die kannst du mal öffnen. Dürften Pfeile und Goldglobe drin sein. Oder Bernstein. Edern und Gold. Boah, einfach alles mitnehmen. Und Rubin. Du, die sowieso mitnehmen. Da weiß ich halt auch noch nicht, für was die gut sind. Na, auf dem Boden liegt nix. Okay. Aber ich muss echt immer endlos lang Ausdauerregen. Boah, hier war nichts. Gut, das war's. Na, eine Tür ist noch. Ah. Jetzt zum Beispiel ist wieder meine Ausdauer weg. Das ist nervig. Oh, hier ist ein Spawnpunkt. Aber was kann ich machen, wenn die Ausdauer weg ist? Einfach nur weglaufen eigentlich. Ja, warten. Was anderes kannst du da nicht machen. Zu viel. Wenn du nichts mehr aufnehmen kannst, dann lass es drinnen, dann nehme ich das mit. Ich schmeiß dir gerade sowieso was hin. Ja, Steine, Quarz, Augen und sowas, das brauche ich auch nicht mehr. Das habe ich auch schon en masse. Weil man kriegt für jedes Mal hinsetzen. Ah, nee.
Ach, und kleiner Tipp, wenn du Essen tust, versuch immer als letztes das Fleisch zu essen, ne? Weil dann kriegst du mehr Leben automatisch. Und das ist wieder ein Geist. Ja, da haben wir es dann schon geklärt. Aber man kriegt es mit, dass deine Fähigkeiten Punkte noch sehr niedrig sind. Ich werde noch ab sofort angewöhnen, alles immer doppelt herzustellen. Dass ich auch mal für dich was hab. Kannst du es auch theoretisch einfach, warte mal. Ich will einfach mal kurz vergleichen. Hab ja hier jetzt unbewaffnet 6, Sprinten 5, Sprinten 5, 3, 2, 1, Speere 10. Ja, das war's. Pass auf, unbewaffnet 13, Schlagwaffe 30, Block 6, Sprinten 45, Spring 33, Axt 20, Holzhacken 39, Schwimmen 14, Schleichen 7, Bögen 21, Speer 43, Messer 3, Spitzhacke 42, Schwert und Stangenwaffen habe ich noch 0, weil ich nicht mit Schwert kämpfe, ich werde mit der Keule kämpfen. Ja. So, dann rennen wir mal ganz kurz zum Portal zurück. Das war... Ich glaube in die Richtung. Und dann ist die Folge erst einmal zu Ende. Und dann könnt mal... Oder ich muss sowieso durchs Portal gehen. Ich muss noch die Samen für den Uralten holen. Und dann... Könnt mal, wenn du Lust hast, rangehen, oder ich mach dir eben noch eine bessere Rüstung und eventuell auch so eine Keule. Muss ich vorher nur ein bisschen Zinn einschmelzen. Du könntest gerne dir die Zeit nehmen und das einschmelzen, und ich laufe einfach nur noch ein bisschen, vielleicht nicht gerade im Dunkelwald rum, und klatsche ein paar Tiere. Kannst du gerne machen. Vielleicht bringt es ein, zwei Skillpünktchen. Wenn du deine Skillpunkte zum Beispiel mit Bogen vielleicht nicht gerade, das hat, da habe ich mich auch jedes Mal in Rehe gewagt. Ist da noch eins? Wir sind in die falsche Richtung gerannt. Ja, aber da ist noch ein Dungeon, oder? Ja, aber da war ich schon. Das sind entweder Skelette oder diese Grauzungen-Zwergen-Dingsbums-Viecher. Du kannst dich an einen Baum stellen, zum Beispiel mit dem Speer, und wahllos drauf einkloppen. Der Baum kriegt ja keinen Schaden dadurch. Und du kriegst trotzdem die Skillpunkte. Allerdings, wenn du stirbst, verlierst du auch Skillpunkte. Und das ist dann immer... Ja, reine Glückssache, welcher verloren geht. Aber der wird nicht komplett auf 0 zurückgesetzt, nur auf... Er verliert 2-3 Punkte bloß. Wenn das nicht vorwärts, dass man dort Damage kriegt. Ich bin einfach volle Kanne gegen die Palisaden dann gelaufen. Nee, das waren nur Spikes. Die Palisaden ist ja die Holzwand. Daneben Spikes. Gut, dann mache ich jetzt hier den Aufnahme-Stopp, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.